Es brodelt in Oberfranken. Seit der Entscheidung am 6. Oktober 2022, dass Flüchtlinge auf die Landkreise verteilt werden müssen, wehren sich zunehmend mehr Gemeinden gegen die Unterbringung der männlichen Asylsuchenden. Die Landkreise aber müssen aufnehmen, das ist ihre Pflicht im Freistaat Bayern. Der Landkreis Kulmbach hat in den letzten 4 Monaten 276 neue Flüchtlinge aufgenommen. Das seien jetzt schon 50% der Gesamtzahlen der Flüchtlingskrise in den Jahren 2015 bis 2017. Personell und räumlich wird es langsam eng. Wir können auf Dauer als Kommunen in Bayern, Deutschland nicht die gesamte Wucht des Zustroms aufnehmen. Wir legen Wert auf eine menschenwürdige Unterbringung. Und ich glaube, dass es dezentral besser geeignet ist, als wenn wir wieder anfangen, Hallen zu belegen. Zusammen mit zahlreichen Oberbürgermeistern und Landräten aus ganz Bayern weilte Söllner Anfang November in Brüssel. Auf seine Anregung hin sei die Brüsseler Erklärung verfasst worden, die an alle Repräsentanten in Bund und Länder ging. Tenor, wenn an der Verteilung nichts geändert wird, werde das für Kommunen nicht mehr lange leistbar sein. Innerhalb Europas muss eine gerechte Verteilung stattfinden und auf die muss halt auch die Bundesregierung drängen. Während im Landkreis Kulmbach dezentral untergebracht wird, sehen die Nachbarlandkreise da kaum mehr Kapazitäten. In Helmbrechts im Landkreis Hof zum Beispiel wird gerade ein Containerdorf geplant. Die ersten Arbeiten laufen schon. Ja, mit dem Oktober 2022 sind wir in eine Phase gekommen, wo die Belegung im Ankerzentrum in Bamberg überhand nahm. In der Folge haben die Kreisverwaltungsbehörden, also die Landkreise und die kreisfreien Städte, vermehrt die Aufgabe bekommen, Asylbewerber aus dem Anker abzunehmen und dezentral unterzubringen. Das ist eine gesetzliche Aufgabe der Landratsämter und der kreisfreien Städte. Und seither sind wir dabei, dezentrale Unterkünfte bei uns im Landkreis zu akquirieren. Wir haben es uns dabei zur Aufgabe gemacht, keine Turnhallen zu belegen, um einfach den Schulkindern weiterhin einen Schulsport zu ermöglichen, dem Vereinssport weiterhin die Hallen zur Verfügung zu stellen. Und kämpfen seither von Woche zu Woche, unser Kontingent zu erfüllen. Der Landkreis stehe nach den Worten von Hempfling weiterhin vor großen Herausforderungen. Und die könnten nur als eine Gemeinschaftsaufgabe verstanden werden. Es werde weiterhin händeringend Wohnraum für Asylbewerber gesucht. Und wer eine geeignete Wohnung oder ein Haus hat, werde gebeten, sich zu überlegen, ob der Wohnraum nicht dafür zur Verfügung gestellt werden könne. Das Landratsamt sei hierfür jedes Angebot dankbar, zumal der Flüchtlingsstrom auch in den nächsten Wochen und Monaten nicht abreißen wird.